Wenn dein iPhone nicht mehr reagiert, es nicht mehr auflädt oder gar nicht mehr angeht, kann das an mehreren Ursachen liegen. In diesem Video wollen wir alle Möglichkeiten durchgehen und dir zeigen, was du dagegen machen kannst. Was du immer als allererstes machen solltest, wenn du ein Problem mit deinem iPhone hast, ist ein Soft Reset. Das ist quasi ein erzwungener Neustart des iPhones, der Softwareprobleme beseitigen kann. Drücke dafür kurz die Lauter-, dann die Leiser-Taste und halte dann den Power-Button gedrückt. Im besten Fall solltest du jetzt das Apple-Logo sehen und das iPhone fährt ganz normal wieder hoch. Wenn das nichts gebracht hat, dein iPhone immer noch nicht reagiert oder nur noch ein schwarzes Display anzeigt, ist in vielen Fällen nicht das Gerät an sich kaputt, sondern einfach nur das Display. Oft reicht schon ein Sturzschaden oder der Kontakt mit Wasser aus, um einen solchen Defekt am Display auszulösen. Um herauszufinden, ob nur dein Display kaputt ist, betätige einfach den Stummschalter. Alternativ kannst du auch Siri aktivieren oder das Ladekabel anstecken. Wenn das iPhone vibriert oder ein Ladeton von sich gibt, liegt das Problem auf jeden Fall am Display. In diesem Fall muss auch nur das Display getauscht werden. Das kannst du ganz einfach selber machen. In unserer Beschreibung findest du einen Link zu iPhoneDisplayShop.de, wo du hochwertige Ersatzdisplays für alle iPhone-Modelle mit den dazugehörigen Anleitungen findest. Wenn das iPhone jedoch nicht mehr startet und du dir sicher bist, dass das Problem nicht am Display selbst liegt, zeigen wir dir gleich, wie sich auch dieses Problem lösen lässt. Sollte das iPhone dagegen nicht mehr laden, kann es sein, dass sich Staub in der Ladebuchse festgesetzt hat. Durch das ständige Rein- und Rausstecken vom Ladekabel wird dieser mit der Zeit immer weiter festgedrückt und kann irgendwann die Ladekontakte blockieren. Nehme hierfür am besten eine Büroklammer oder die SIM-Nadel zur Hand und kratze damit vorsichtig die Ladebuchse frei. Meistens kommt hier eine ganze Wollmaus heraus und das iPhone sollte wieder ganz normal laden. Wenn das jedoch nichts gebracht hat, kann das Problem auch an deinem Ladekabel liegen. Checke dafür das Ladekabel zunächst auf Bruchstellen oder Beschädigungen. Zudem solltest du sicherstellen, dass du ein originales oder MFI-zertifiziertes Lightning-Kabel verwendest. Probiere auch mal verschiedene Kabel aus, um sicherzustellen, dass das Problem am Gerät selbst und nicht am Ladekabel liegt. Wenn alle Tipps bis hierhin nichts gebracht haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Problem an der sogenannten Power-IC liegt. Die Power-IC ist ein Chip auf der Platine des iPhones, der für die Stromzufuhr des Geräts verantwortlich ist. Ist dieser defekt, kann das iPhone nicht mehr laden und lässt sich dadurch natürlich auch nicht mehr einschalten. In unserer Fachwerkstatt handyarzt.com sind wir auf solche Reparaturen spezialisiert. Entweder kannst du dein iPhone in unserer Filiale in Bonn vorbeibringen oder es über handyarzt.com ganz einfach per Post in unsere Werkstatt einsenden. Wähle dafür einfach die passende Reparatur auf der Seite aus und folge dann den Anweisungen auf der Seite. In der Regel bekommst du dein iPhone schon nach wenigen Tagen repariert zurück. Wenn du noch Fragen hast, stell sie doch einfach in den Kommentaren.